So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Wir haben letzte Folge einen Eisenkrieger, eigentlich einen besiegelten Topf mit Seele drin, geholfen. Er hat uns Gott sei Dank nicht vermöbelt. Also ich hatte ja schon Angst, dass man da einen draufkriegt. Jetzt haben wir hier gerastet, zwar unsere Tränke wieder aufgefüllt, aber damit ist natürlich das Lager da oben auch wieder voll. In dem Lager haben wir uns einen schönen neuen Löwenritterschild oder was das ist geholt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier oben raufkommen, ohne dass der Wölfi uns gleich hier anditscht. Weil hier oben leuchtet der dahin. Aber guck mal, der leuchtet nach ganz oben irgendwie. Ne, hier. Eine Geisterruine wieder. Okay, aber die ist verschlossen. Warum? Okay, da hinten liegen wieder so Golem-artige Teile. Das sieht sowieso aus, als würde gleich was aus dem Boden kommen, ehrlich gesagt. Sind wieder aus irgendeinem Grund Wachen. Der hat einen Speer oder so, oder? Können wir hier mal runter gucken? Oh ja, hier ist eine Bruchkante, da ist die Brücke von eben. Okay. Wir hatten ja vor einer Zeit auch, wie hieß sie noch? Also zumindest haben wir eine Lady getroffen. Was leuchtet da denn? Die uns zu Schloss Morn schicken wollte. Und da hat ihr gesagt, dass es durchaus schon machbar ist, dann sollte man das vielleicht auch mal tun. Scheiße, warum holt er immer nicht aus? Was ist denn das? Ach, da waren sie wieder, meine alten Probleme. Dass das Schwert immer genau so einen Rest lässt. Was anderes getriggert. Geht mal weg, Leute, ey. Mit so einem Schwung von unten aus, ne? Das waren doch aber immer noch nicht alle, oder?
denn da jetzt von eben? Ach da, oder? Nee. Hä? Ich weiß, der passt. Oder hat er sich gedacht, ich bin ja nicht blöd, ich zieh mich lieber zurück oder so? Da war doch eben noch einer. Es gab da auch noch gar kein rotes Leuchten. Okay, gibt es scheinbar auch nicht. Okay, merkwürdig. Ja, die Hochstraße. Ich bin ja nicht blind, Junge. Was hat denn jetzt die ganze Gruppe gebracht eigentlich? 400. Na gut, aber man kriegt ja wenigstens aufgetankt. Okay, schauen wir mal, was uns bei der Tür erwartet. Hier ist so viel Platz, als würde irgendwas anderes noch passieren. Naja, ihr wisst ja. Ihr wisst ja aus Dark Souls 3, ich versuche immer das Gebiet zu lesen und war oft genug auf dem Holzweg. Unfassbar. Unsere heilige Ruhestätte ist entweiht. Okay. Durch den Ruf des Erdenbaums zu verweigern, um im Tode weiterzuleben. Okay. Also es sind Untote drin. Erstens Skelett. Und zweitens. Die werden ja wohl hoffentlich nicht von der Decke fallen, oder? Haben wir denn ja schon mal wieder eine Gnade auf der Karte. Genau, da fehlten ja. Das war ja auch so lückenhaft hier noch. Irgendwie fehlt hier auch noch was. Uns erwartet. Ich möchte nach Hause. Okay. Könnte es sein, dass hier doch ein bisschen was Schlimmeres wartet? Okay, der Aufbau ist jetzt wieder wie bei diesem Steinbewachdingenskirchen. Was ist das denn da? Wurzelharz. Okay, also wieder in die Katakomben. Dass das sich nicht ausblendet, wirklich. Also manchmal frage ich mich wirklich, was reitet From Software? Also wirklich, ich bin wirklich beeindruckt, was die Lichtstimmung in diesem Teil angeht. Oh nein, die stehen bestimmt immer wieder auf, oder? Okay, heilige Attacke muss man irgendwie. Weil sie sonst immer wieder aufstehen, ja? Mich raten.
Also beim zweiten Mal. Das ist dann wie in Dark Souls. Geben aber 250, das ist ja ganz schön viel. Das okay, da ist kein Skelett drin. Das ist aber wirklich ganz schön viel. Ich sollte tunlichst nur einzelne abfrühstücken. Oder einen Bogen, scheiße. Da liegen noch mehr. Okay, das könnte eine kurze Reise werden hier. Na komm. Wieso kann ich... Jetzt steckt mir der Pfeil leider. Okay, das macht mich gerade sehr nervös mit der albernen Höhlenmalerei hier. Oh. Das ist aber schon ordentlich hier. Sonst, weil ich ja nicht weiß, stehen die dann irgendwann später wieder nochmal auf. Oh, scheiße. Steht auch bestimmt gleich nochmal auf. Ja. Okay, der nicht. Doch, natürlich. Nicht diese Sau. Du Arsch! Alter, die stehen einfach immer weiter auf. Da lungert doch bestimmt noch einer rum. Okay, das heißt, wenn man sie nicht schnell genug erledigt, dann stehen sie tatsächlich mit voller Lebensenergie wieder auf. Also sollte ich jetzt auf Gruppen stoßen, verpiss ich mich hier wieder. Der Tipp mit irgendwas heilig war ja schon nicht schlecht. Die habe ich schon geerntet, okay. Okay, das ist sehr unangenehm. Hier sind auch sehr viele rote Flecke. Oh.
Oh shit. Okay, kommt. Scheiße, die kommen nicht. Einfach nur ein großes Puzzle. Na komm. Stehen doch mit Sicherheit auch noch auf. Dabei wird es noch nicht bleiben, oder? Ach komm, ey, immer diese Umgebungsfehler. Ja. Oh, da ist noch eine Ebene drüber oder was? Oder wo kommt das jetzt her? Kommst du jetzt oder was? Na komm schon. Alles Handarbeit hier. Ist viel knapper, als ich erhofft habe, ehrlich gesagt. Wieso stehen die denn jetzt hier? Die stehen doch bestimmt auch noch auf. Das ist doch alles Bullshit. Wenn ich nicht hingucke, oder? Ach, er ist runtergekommen. Geil. Ja, kommst du jetzt her oder was? Oder wie? Oder bleibst du da stehen? Bleibst du da stehen, oder? Ach, verdammte Bogenschützen. Oh nein. Schiss.
Oh Mist, genau an der Wand vorbeigerollt, ey. Mann, das ist ja scheiße hoch 10. Ich kann aber schön in mein Auto aimen, oder was? Ist wirklich einfach zum Schneiden. Da. Habe ich da was übersehen? War da doch noch ein Durchgang? Ich muss doch irgendwas übersehen haben, oder nicht? Das ist doch irgendwie... Ah, hier, oder nicht? Ah... Scheiße. So ein typischer Fallmoment. Ich habe gerade die Hosen voll. Nee, das ist aber nicht dasselbe, oder? Okay, was mache ich jetzt? Erst unten den Hebel oder? Was ist das? Wenn ich gerade nicht viel rede beim Spielen, bitte verzeiht. Die Frage war eben, muss ich erst den Hebel umlegen oder muss ich erst hier in mein Verderben rennen? Oh.
Okay. Gott. Kann ja sein, dass ihr findet, dass das... dass das gar nichts ist hier, aber ich habe gerade Puls bis unter das Dach. Okay, die Frage ist, ob die Herrschaften jetzt hier alle wieder bei Ruhe bleiben. Müssen wir da unten wieder in der Katakombe Rosinenpicken machen. Genau, da ist er. Oh nein, der andere kann mich auch sehen. Scheiße. Warum geht das immer nicht mit dem an? Es ist so zum Kotzen, wirklich. Wo ist die da? Oh, scheiße. Mann, wieso? Ich krieg den nicht. Okay, aber es war immer noch nicht fertig, oder? Scheiße, Mensch. Es sind scheinbar immer noch nicht alle Skelette gekillt, oder? Durch meine langsame Spielweise. Jetzt fällt eigentlich noch so ein Kobold, der von oben runterfällt. Also. Jetzt stehen sie auf. Natürlich. Es ist so ein. Geöffnet. Okay. Jetzt habe ich natürlich auch alles verbraucht, ne? Scheiße. Okay. Hoffen wir, dass es nur der eine ist. Verdammt! Das kippt es doch nicht. Oh, wie kann das immer so knapp sein bei mir, ey? Moment, immer noch nicht? Auf dem Rückweg entstehen dann nochmal ein paar Skelette auf, oder was? Oh, scheiße, ich habe doch nur noch so einen kleinen Lebensbalken da. Wieso kann ich mich jetzt nicht einfach zurück teleportieren? Das ist so unfair. Verdammte Scheißgrotte. Ich brauche jetzt nur noch einen Treffer und dann bin ich im Arsch. Ich habe doch alle eigentlich erledigt. Bitte jetzt keine böse Überraschung mehr. Oh mein Gott. Das Tor ist offen.
Oh, Alter, war das knapp. Wieso hat der mich am Ende noch so erwischt, wa? Okay. Wir haben eine ganze Menge getankt. Ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen was auf... Was macht noch mal... Weisheit war unsere Zauberkraft, ne? Ja, dann sollte ich das vielleicht nochmal gleich machen. Wir brauchen 1600. Also die beiden 800er können wir nehmen. Okay. Das sollten wir dann nochmal tun. Und dann in die freigeschaltete Tür rein. Ach komm, jetzt bin ich wieder durchgehuscht. Eine ist 800. Dann nehmen wir 400. Oh. Oh Mist. Das könnte jetzt schief gehen. Das reicht nicht. Oder reicht es doch gerade so? Ach man, das gibt's doch alles nicht. Das müsste doch genau reichen, oder? Oh Gott. Ach ey, diese postpubertären Texte immer. Hallo. Oh Gott, das hat genau gereicht. Das ist doch eine gute Sache. Und dann haben wir für die nächste Folge etwas, worauf wir uns freuen können. Dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dort hinten in die freigeschaltete Höhle eindringen. Macht's gut. Bleibt neugierig. Bis dahin. Ciao.